unsere Gilde hat Stufe 8 jetzt erreicht. Wie geil. Aber um das nochmal mitzusagen. Ju. Bitte, bitte. Und Grishas hat was mitgebracht zum Nikolaus. Muss ich jetzt mal einmal gucken, warte mal. So, tada, ich habe riesigen. Riesigen Adventskalender. Ich glaube, der passt gar nicht komplett in die. Doch jetzt, glaube ich. Sucht. Pure Sucht. Jetzt muss ich nur noch gucken, warte mal. Aber so. Stille. Ha. Ich hab einen tollen Schatzi. Ich hab ein tolles, tolles Schatzi. So. Dann machen wir mal mit der Apokalypse weiter. So, geht's noch mal weiter? So. Gut. Oh Gott. Mich hat dieses Motorrad da... Nee, doch, war ein Motorrad. Erschreckt. So, vergünstigter Teleport. Geht doch 6 Stunden. Ja, gut. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich mich mit meinem Reaper einmal nochmal kurz anmelde. Anmelde vor allem. Ob ich mit dem mich für eine Innie einmal kurz registriere. Zurzeit ist es aber wirklich nur Tank hier, ne? Dann melde ich mich einmal für eine Dingens an. Für eine Prüfung. Geht halt auch mit darum, damit ich mein Dingens hier level. Meinen Reaper. BB-Mappa! Ich glaube, das hast du eben noch gar nicht gesehen, ne? Du warst wahrscheinlich eben noch gar nicht da, warte. Grishas hat mir was mitgebracht. Der ist gerade nach Hause gekommen. Manchmal könnte man meinen, ich wäre so eine richtige Bekloppte. Oh, einmal. Einmal. Scheibenwischer. Also. Warte, ich zeig sofort, was ich bekommen habe. Ich muss mir nur erstmal was zu trinken angießen. Aber nur manchmal, ja. Nur manchmal. Warte, ich muss einmal das wieder zuhalten. Alter, dort Rens kann er nicht zweifeln. Ah, mit vielen, vielen tollen Sachen. Einfach mal, wie riesig der ist, ne? Der passt gar nicht komplett ins Bild. Warte mal. Da. Alter. Ja, jetzt. Jetzt habe ich. Jetzt habe ich es komplett im Bild. Ah, ja. Ja, ich weiß nicht, ich bin zwar 25, aber ich fühle mich, wenn ich einen Adventskalender habe, immer noch wie 6 Jahre alt. Das ist so etwas, das brauche ich. Am liebsten 30 Stück davon. Ich weiß gar nicht, ich glaube vor 3 Jahren, also vor 3 und vor 4 Jahren hatten wir, glaube ich, auch beide Fotos wie ich im Playmobil Adventskalender. Ich glaube in dem einen Jahr mit Ponys und in dem anderen Jahr, weiß ich gar nicht, Prinzessin oder Weihnachten. Nee, mit
Doch, nee. Doch einmal mit Ponys und einmal, glaube ich, was Weihnachtsmäßiges. Da hatten wir beide so ein Weihnachtsding. Aber unterschiedlich Weihnachtsgrabs drin. Das war cool. So. Ja gut, warten wir. Ini hatten wir ja gerade. Also eigentlich kann ja nichts passieren, aber... Naja. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Leben der Leute aus Palaxru stehen auf dem Spiel. Und Matsya, es wird keineswegs ungefährlich und es tut mir leid, dass du dich nun in Gefahr begeben musst. Aber wir sind auf deine Hilfe angewiesen. Natürlich gerne. Palaxru liegt südwestlich von hier, den Hügel hinunter. Allerdings, vorhin, als ich zum Dorf gehen wollte, war der ganze Weg mit grausigen Ungeheuern gesäumt. Ich musste umkehren, so viele waren da. In dem Fall... Danach habt ihr zusammen gespielt unterm Weihnachtsbaum. Unterm Weihnachtsbaum nicht, aber wir haben zusammen gespielt, ja. Kurzzeitig. Wobei eigentlich haben sich ja unsere Figuren wahrscheinlich gekloppt. Also hier dieses, was Kinder ja allgemein gemacht haben, dieses. Wir haben ein bisschen rumgealbert. Und es dann in unsere Playmobil-Sammlung gepackt. Bettest du die Vorhut, Aidaria? Geh den Weg zum Dorf ab und halte Ausschau nach Bestien aller Art. Sollten dir welche auflauern, kannst du sie an der Ort und Stelle erledigen. Lese und ich folgen dir gemeinsam mit Matsya im Schutz der Bäume. Ja. Ausgezeichnet, dann los. Juhu. Würde aber gern vorher einmal. Ne? Ist das jetzt hier. Ja. Oder? Doch. Okay. Richtung Westen. Nee, Richtung Westen ist da. Ja, jetzt kommen wir aber zu deiner Richtung durcheinander. Nein. So, ich will jetzt einmal noch mal ganz kurz, bevor wir Story weitermachen, solange wir jetzt hier auf die Prüfung warten. Südwesten. Das wäre dann ja hier unten. Na, wir warten mal. Wir gucken mal ab. Wir gucken mal ab, genau. Wir warten mal ab. Wenn es gleich in eine andere Richtung führt, dann wissen wir es. Kann aber auch irgendwo hier sein. Ich vermute mal, dass es nach unten geht, aber... Ja. Genau da unten. Genau da ist das üble Ding. Üble Ding. Naja, okay. Dann gucken wir unten halt weiter. Ich will doch nur hier fliegen können. Mehr will ich doch gar nicht. ...6.765. Ja. Nett. Wie gesagt, heute Morgen hatte ich eine Warteschlange von 50. Ich war heute sehr früh drin. Also, das heißt sehr früh um 10. Dann möchte ich mal was Cooles haben und dann kriege ich den Scheiß. Ach komm. Nein, und wir haben 3 Schmitter.
Ja, toll. Mach ich einfach mal. Aber eigentlich will ich es gar nicht haben, also. Komm, brauchst du. So, haben wir das eine schon mal? Ich muss mich gleich unbedingt einmal umdingseln da. Dann einmal Stufensteigerung. Habe ich schon zweimal? Nee, einmal. Okay. Kann ich aber wahrscheinlich noch nicht. Aber ich habe es trotzdem schon mal für einen Schnitter. So, mit Schnitter angemeldet. Jetzt Windäderquellen suchen. Weil es so viel Spaß macht. Ja, ich weiß, das ist die Lot. Aber jetzt dümpeln wir einfach mal so ein bisschen rum. Ist auch mal nicht verkehrt. Ja, Routinebonus aktiv, sehr schön. Oh, ja, aber gerade nicht. Wie komme ich darauf? Ich hoffe. Ja, sollte klappen. Sollte. Ja. So. Nächster. 108 Richtung Süden. Denn wir haben gerade mal zwei, die man so suchen muss. Und bei der letzten Quest kriegen wir dann sowieso... Huch, das war das Falsche. Kriegen wir dann sowieso den da. Das heißt zwei Quests. 4, 6, 8... 10 Windätherquellen brauchen wir noch. Alter. Soll ich die denn auftreiben? Südwest. Wenn die jetzt da oben ist, ne? Ich vermute es zwar, aber... Dann schrei ich. Ja. Die ist da oben. Da. Wo will ich mich doch verkokeln hier? Da. Ist auch noch einer. Also nur noch 9. Ja, Richtung Westen, genau.
Richtung Westen ist keiner. Also ist nur einer, aber nicht die, die wir wollen. Hier gibt es sogar Schlangen. Südost. In die Richtung. Na gut, erstmal harmonisiere ich mich. Und schauen wir mal. Ja. Jetzt sind nur noch 8. Ja, Südwest, ich weiß, aber da ganz unten müsste eigentlich noch eine sein. Mindestens. Ja, da müsste eine sein. Vielleicht meint es das Ding sogar. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Tigerchen. Ja. Da ist er. Wie viele waren es jetzt? 6, ne? Ne, 7. Ne, 2, 4, 6, 7, doch. 7, die andere kriegen wir sowieso. Richtung Nordwest. Gucken wir einfach mal. Geht zwar wieder davon aus, dass es wieder die gleiche ist wie eben. Ich möchte es nicht behaupten. Nee, ist doch eine andere, oder? Oder sie ist auch wieder irgendwo oben. Ja, die ist oben. Aber nee, da! Da ist sie! Okay. Dann noch 6. Ja gut, Südwest ist die da. Nein, doch nicht die... Nee, ich hasse die 6 Viech. Bitte, bitte was anderes, danke. So. Dann gehen wir jetzt mal zu unserem Hauptauftrag wieder zurück. Ja, Nordwest, das ist das Ding da.
Gorillas. Jetzt fehlt nur noch Tarzan. Haben wir das hier soweit? Ich bin nur noch die, die dann hier sind. 6. Mit der wären es dann nur noch 5. Und 2 kriegen wir wahrscheinlich dann, wenn hier Aufträge frei sind. Vermute ich. Kann natürlich auch anders laufen. Aber wäre cool, wenn wir dann hier auch schon fliegen könnten. Könnten wir das hier auch noch fertig machen? Dann könnte ich da auch schon fliegen. Wir haben nur noch 3 Gebiete. Von denen wir aber noch nicht mal wissen, was, wie, wo sie sind. Schauen. Und damals Stufensteigerung. Bitte, das ist was Gutes sein. Womit habe ich das denn jetzt verdient? Oh. Kiese Chris. Da durch. Und so. Ihr habt die andere Technik dann noch gar nicht. Setzend. Ja, das immer mal. Kommt ihr in die Low-Level-Semis? Noch einmal. Spaßig, wenn man nur eine Taste drücken muss. Okay, der scheint wohl aber Endwalker noch nicht zu haben. Okay. Ich kann doch nicht mal die Dots benutzen. Ja, warte. Nee, die ist es noch nicht. Muss ich gleich mal ausprobieren. Das ist doch nicht genug.
mir das einmal noch mal kurz damit hin. Ich muss diesen Helm unbedingt einmal abmachen. Das sieht furchtbar aus. Sieht echt einfach furchtbar aus. Lauft, meine kleinen Freunde, lauft! Ach ja, wie viel Gift wollen Sie haben? Ja. Ich hätte gerne alles her. Und was möchten Sie heute haben? Ach ja, ich hätte gerne eine komplette Vorgift. Du musst nur eine Taste drücken. Ich wäre wahnsinnig. Warum habe ich eigentlich zur Zeit das Pech, dass ich immer in diese Low-Inis reinkomme? Warum? Warum habe ich das verdient? Hat sie eine Flasche Pommes? Ja. Das wird jetzt ernsthaft. Oh. Du hast so Langeweile, oder? Hörst du, hämmerst eigentlich nur eine einzige Taste durch. Ich hab nur einen, ne? Der andere geht noch nicht, oder? Ne. Der andere geht noch nicht. Ach, komm schon. Dafür habe ich meine Fähigkeit verschwendet. Ich habe das Gefühl, die Dinger wurden aber einfacher gemacht statt schwerer.
Autsch. Jetzt bin ich an dem Kokon hängen geblieben. Jetzt mal, wir so richtig cool sein. Ach komm. Juhu, ich hab mich durchgepackt. Okay. Das auch. Denk dran, nicht weiter rennen. Oh. Merkst du auch, ne? Ja, da verfolgt uns was. Bitte weitergehen. Ich bin ein bisschen weiter nach da stehen. Ich habe das Gefühl, das geht irgendwie alles viel schneller. Ich weiß auch nicht wieso. Ich habe ein WS bekommen. Wir sind Stufe 74. Läuft bei uns. Morgen möchte ich den eigentlich auf 80 haben. Den Reaper. Ich weiß doch nicht, wie ich das mache.
Okay. Ich glaube, mehr Viecher kommen jetzt hier nicht. Nein, nicht der Gruppenfotomodus. Ach, ich hätte es mal wieder. Hui. Hui. Ah, da! Einfach voll drauf vorbei. Die alle sind. Tot. Verwundet. Monster. Wir müssen helfen, auch wenn hinter jeder Ecke vermutlich eine Bestie auf uns lauert. Okay. Okay, die waren sie tot. Okay, tot. Und... Oh, der ist panisch. Der wird zum Monster. Oh ne, doch nicht. Tot. Jetzt werde ich enttäuscht. Ja. Mehr Bewohner scheinen nicht mehr übrig zu sein, oder? Ich hoffe inständig, dass sie alle entkommen konnten und das Dorf deswegen so verlassen ist. Wenn sie sich verwandelt haben, wird nichts mehr von ihnen bleiben. Keine einzige Spur. Konzentrieren wir uns darauf, unseren Geist ruhig zu halten, ehe wir dieser Katastrophe selbst anheimfallen. Wir sind bei 86. Oh. Ein bis zwei Quests noch. Da sind wir auch 86. Überlass das Heilen ruhig mir. So viele Leute sind es ja nicht. Gehst du stattdessen Matzia zur Hand, bitte? Mhm. Danke, Mappa. Also, wir haben heute echt schon eines geschafft. Kann ich nicht anders sagen. Oh, Aidaria. Das hier ist... Was? Jeruvet. Jeruvet? Ich weiß es nicht. Jeruvet. Der Vorstand des Dorfes, wenn man so will. Er trug zwar eine Verletzung davon, aber glücklicherweise keine schwere. Matze hat mir schon erzählt, dass ihr alles stehen und liegen gelassen habt, um zu unserer Rettung zu eilen. Ich weiß gar nicht, wie wir euch das hier danken sollen. Als der Himmel zu lodern begann, ist eine Weile lang gar nichts passiert. Sicher, wir fürchteten uns und hielten stets das ungewöhnliche Ereignis im Blick. Aber ansonsten schien das Leben seinen gewohnten Gang zu gehen. Bis heute. Denn wie aus dem Nichts grausige Schreckgestalten aufgetaucht sind. Fratzen und Klauen, die ich mir in meinen schlimmsten Träumen nicht hätte ausmalen können. Und dann, ich weiß gar nicht recht, was geschah. Die Leute schrien und mir kam es vor, als seien sie selbst zu Ungeheuern geworden. Aber das kann doch nicht sein, oder? Jedenfalls gelang einigen die Flucht, soweit ich es mitbekam. Ob es ihnen draußen besser geht oder ob sie ebenfalls... Das vermag ich nicht zu sagen. Matze, du kennst doch Querasaf und Mewan. Jedes Mal, wenn du nach Palax Ruhe gekommen bist, haben sie deinen Fisch gekauft. Natürlich, wegen ihnen bin ich doch überhaupt erst auf die Idee gekommen, nach euch zu sehen. Die beiden waren immer so gut zu mir. Selbst als ich nur aus purer Verzweiflung hierher kam, nicht einmal mehr damit gerechnet hatte, dass ich meinen Fisch noch loswerde. Ich will gar nicht wissen, wie es mir gegangen wäre, wenn sie sich damals meiner nicht erbarmt hätten. Ganz recht. Und ich sah eben jene beiden in Richtung des Agama-Tempels fliehen. Ihr Kind ist doch noch so klein. Nicht mehr als ein Säugling. Wie soll man sich denn so verstecken? Ich mache mir schrecklich Sorgen um sie, Matzia. Ich will Ihnen
Ich will Ihnen helfen gehen, unbedingt. Aber gegen die Bestien komme ich nicht an. Würdest du mir wohl mich wohl begleiten, bitte? Ah, tausend Dank, Freundin. Der Agama-Tempel, oh Gott, liegt westlich von hier. Es ist ein ordentliches Stück durch die Natur. Aber das werde ich schon noch schaffen. Für Mevan und ihren Mann. Okay. Der Schokobo. Watschel. Dass dieser Schokomoppel mit dem anderen mithalten kann, ne? Das ist ein Wunder. So ein dickes Dingelchen. Das Ding da. Puh, das war ein langer Sprint. Aber da sind wir. Das ist der Agama-Tempel. Gebaut wurde er als Mausoleum und Tempel zu Ehren des heiligen Agama. Früher war er viel, viel größer. Heute ist leider nur noch dieser kleine Teil erhalten. Bestimmt haben sie irgendwo in den Ruinen versteckt. Wir sollten sie so... Nein, komm nicht näher, ich... Ah! Oh Gott. Das war Querasaf. Oh nein, bitte nicht. Okay. Nee, in die Richtung muss ich. Nee. Ihr seid protestlich, wisst ihr das eigentlich? Hat euch das schon mal jemand gesagt? Wenn nicht, dann tue ich es jetzt. Okay. War wohl nix. Ich habe es nicht mal ausgehalten, ich. Nein. Wer? Alles ist so schwarz. Meine Beine, ich kann nichts. Meine Frau mit unserer Tochter. Sie sind geflohen. Bitte, findet sie und sagt ihr, dass ich... Quersaf, nein! Quersaf, bitte nicht! Such den neuen Namen aus! Ich sie liebe. Such den neuen Namen aus! Wird er dann zu so einem toten Monster oder wird er ein lebendiges Monster? Oder wird er gar kein Monster? Verschwindet einfach. Okay, er schläft wahrscheinlich einfach ein. Rettet meine Familie. Wahrscheinlich sind Frau und Kind auch schon tot. Ach, Quersaf, mögest du Frieden finden. Also, ist Mevan noch mit dem Kleinkind auf der Flucht? Wir müssen nach ihr suchen. Am besten in Richtung Palaxru. Bestimmt hat sie versucht, sich zwischen den Bäumen zu verbergen.
Passive. Es tut mir so leid. Sobald wir Mevan gefunden haben, kommen wir zurück und holen dich heim. Das verspreche ich dir. So lange warten Tiere nicht. Ich würde mir keine falsche Hoffnung machen, aber so lange warten Tiere nicht, bis du, ne? Ich werde meine Wäsche aufhängen. Mach das! Ich werde gleich erstmal gucken, was ich esse. Ich habe noch gar keine Ahnung. Ich habe Hunger, aber ich habe keine Ahnung, was ich essen will. Mal ja erst, wenn wir hier den Auftrag fertig haben. Und uns halbwegs sicher hier irgendwo hingestellt haben. So. Warum kriege ich eigentlich diesen Vogel heute immer so? Ist so ein sperriges Viech. Ich werde erstmal 3 Kilometer weit rausgrollen, damit ich überhaupt was sehe. Nein. Ja. Wir kämpfen sogar noch mit mir mit. Das ist ja nett. Okay. Sehr nette Reisegefährten. Juhu, ich habe eine komische Bomberschaukel. Okay, da können wir den Auftrag abgeben und stehen sogar sicher. Will man mehr? Hast du sie gefunden? Ich konnte nicht die kleinste Spur von ihr entdecken. Oh, verstehe. Dann ist sie wohl doch weitergelaufen, als wir dachten. Bitte, bitte lass sie nicht im Stich. Oh Götter, lass dir das Glück heute sein. Okay, was kommt denn jetzt? Scheint so weit frei, was? Ja, ich bin's. Wie sieht's bei euch aus? Verstehe. Ich richte es ihm aus. Bis gleich. In Razatan ist schon wieder eine gigantische Bestie aufgetaucht. Inmitten des Tumults ist Ahevan gefallen. Er hat sich zwischen die Bewohner und das Ungetüm gestellt. Der Bund und das Himmelsheer nehmen sich der Sache gerade an. Es gibt allerdings Berichte, dass die Biester auch in Palakas Ruh wüten. Deswegen müssen sie ihre Kräfte aufteilen, um beide Krisenherde unter Kontrolle zu bringen. Immerhin scheinen sie herausgefunden zu haben, unter welchen Bedingungen sich eine Person in eine Bestie verwandelt. Angst, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Sie sind also die Saat des Grauens. Wahrhaftig ein fleischgewordener Albtraum. Und doch erwacht man aus einem Albtraum irgendwann. Oh, die Kinder Tavneas haben solches Leid nicht verdient. Ist es dann nicht an der Zeit, eine gewisse Entscheidung zu fällen? Razatan ist nun ohne seinen Magistrat. Und Ahevan wollte, dass du dich deinem Volk zu erkennen gibst. Doch was geschieht, wenn ich mich meinem Volk offenbare?
Zwischen Sterblichen und Drachen klafft ein tiefer Abgrund. Mit dem kleinsten Streich meiner Klaue vermag ich ein sterbliches Leben auszulöschen. Ein einziger Biss und eure Körper sind entzweit. Ich konnte ihnen nur nahe sein, weil ich einen Körper wie den ihren nutzte. Ohne ihn verbreite ich doch bloß Angst und Schrecken. Kaum zu unterscheiden von den grotesken Kreaturen, die sie plagen. Das ist wahr. Sterbliche und Drachen sind grundverschieden. Deswegen fanden Resvega und Shiba keine gemeinsame Zukunft, so heißt es. Die Sterblichen fürchteten sich vor den Drachen, trafen in ihrer Angst dumme Entscheidungen und schon befanden wir uns mitten im blutigen Drachenkrieg. In dessen Wirren zerstörte Nidhogg meine Heimat. Und im Gegenzug tötete ich seine Sippe und zahllose andere. Niemand von uns zögerte, das Leben eines Drachen zu nehmen, während wir ihren Mord an uns Sterblichen scharf verurteilten. Aber hätte die Geschichte an dieser Stelle geendet, dann wäre Eisherz wohl kaum auf Resvegas Rücken gestiegen. Und unsere Heldin, gesegnet mit dem Auge eines Drachen, hätte den Krieg nie zu Ende gebracht. WB-Mappa! Und ich? Ich würde weiterhin Drachen schlachten, statt nun unser Gestirn zu verteidigen. Ich kenne Ahevar nicht gut genug, um seine Gedanken nachvollziehen zu können. Aber ich weiß, dass er für lange Jahre das Bindeglied zwischen den Sterblichen von Tafnir und einem drachischen Selbst war. Ein Mann wie er spricht keine Bitte leichtfertig aus. Und seine Worte waren voller Inbrunst. Du und dein Volk, euch verbindet bereits ein Band. Und genau daraus wird Tafnirs Morgen wachsen. Ja, die Verstärkung ist da. Das geht doch in die Hose. Und wir sind bereit. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass er draußen stirbt. In der Tat, der Tisch ist gedeckt, Vitra. Auf in die Schlacht! Nein, so, diese kleine Pfirzelchen wieder. Das sind... ja, knapp 100.000, glaube ich. Etwas über 100.000. Ah, okay. Dann gucke ich einmal kurz, was ich essen will. Bin ja gleichzeitig nochmal aufs Klo. Und dann erklingen wir die 86 und melden uns da, glaube ich, nochmal für die Stufensteigerung. Ne, Stufensteigerung hatten wir. Wir 50, 60, 70 an. Ich muss nur daran denken, dass ich jetzt nicht wieder zu lang, also nicht zu lang wegbleiben darf. Nicht, dass ich hier wieder, ne, wieder hier rausfliege. So. Bewege mich vorher nochmal ein bisschen.